Fans, die es nicht abwarten können, ihre Treuepunkte einzulösen, haben wir ein Gewinnspiel, bei dem sie sofort Prämien gewinnen können. Um ein Gewinnspiel einzurichten, gibt es zwei Schritte. Schritt 1 ist das Erstellen von Gewinnen. Dazu bewegst du deinen Cursor über Gewinnspiele in der Navigations-Toolbar und klickst auf Hinzufügen. Und dann klickst du auf den Tab Gewinne. Hier erstellst du die Gewinne, die du der Verlosung hinzufügen möchtest. Dies können Gutscheine für Partner in deiner Community oder Treuepunkte sein. Du gibst deinen Gewinn einen Titel. Der Fan wird diesen sehen, wenn er gewinnt. Schreibe eine kurze Beschreibung des Preises. In der langen Beschreibung kannst du erklären, wie deine Fans die Gewinne einlösen können. Dies könnte eine E-Mail-Adresse sein, die zu kontaktieren ist, oder ein Ort, in dem der Preis abgeholt werden kann. Du kannst auch zeitliche Einschränkungen bestimmen. Wenn ein Gewinnspiel auf Hunderte oder Tausende von Preisen anwächst, kannst du die Kosten mit Umsatz und Nettokosten verfolgen. Du kannst den Nettogewinn des Preises und eventuelle Kosten eingeben. Wir berechnen automatisch, wie viel dich das Gewinnspiel kostet. Du kannst auch bestimmen, wie lange die Gewinne in dem Gewinnspiel aktiv sein werden. Auswählen, wo Fans die Preise einlösen können und eine Folgeaktion hinzufügen. Dazu lädst du ein Bild hoch und entscheidest, ob du benachrichtigt werden möchtest, wenn jemand deinen Preis gewinnt. Klicke dazu auf Speichern. Auch Treuepunkte können als Preise des Gewinnspiels erstellt werden. Das Erstellen der Treuepunkte funktioniert ähnlich dem Erstellen von Gewinnen. Gib dazu einen Titel und eine Beschreibung für die Treuepunkte ein. Anschließend wählst du die Anzahl der Treuepunkte aus und lädst ein Bild hoch. Klicke auf Speichern. Sobald du die Prämien erstellt hast, kannst du ein Gewinnspiel erstellen. Gib deinem Gewinnspiel einen Titel. In der Beschreibung kannst du deinen Fans erklären, wie das Gewinnspiel funktioniert, wie viele Treuepunkte die Teilnahme kostet und wie sie mehr Punkte sammeln können, um weiterzuspielen. Du legst deine Teilnahmekosten fest und wählst deine Community aus. Wenn du keine Community auswählst, steht das Gewinnspiel für alle MyFavorito-Nutzer zur Verfügung. Wählst du ein Geschäft aus, ist das Gewinnspiel nur für die Nutzer des Geschäftes möglich. Entscheide, wie lange dein Gewinnspiel aktiv sein soll. Du kannst auch festlegen, wie oft Fans pro Tag teilnehmen können. Du kannst ein Tageslimit festlegen und die Teilnahme als unbegrenzt belassen. Lade ein Bild für das Gewinnspiel hoch. Am besten eignet sich ein rundes Bild mit transparentem Hintergrund. Als nächstes wird der Lostopf gefüllt. Gib den Preistitel ein und wähle im Dropdown-Menü aus der Liste aus. Und entscheide, wie viele Preise im Lostopf sein sollen. Du kannst auch die Verfallszeit für Preise einstellen. Wenn du einen Haken setzt, kehrt der Preis in den Lostopf zurück, wenn er nicht innerhalb der angegebenen Zeit eingelöst wurde. Wiederhole diesen Vorgang mit allen Preisen, allen Gutscheinen
und allen Treuepunkten. Wir berechnen auch die Anzahl der Teilnahmen, bis die Lostrommel vollständig leer ist. Weiter kannst du einstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Fan einen Preis gewinnt. Die Größe der Lostrommel ändert sich entsprechend. Weiter kannst du eine Nachricht für Fans schreiben, die keinen Preis gewinnen. Hier gibt es eine Standardnachricht oder du hast die Möglichkeit, sie zu personalisieren. Anschließend klickst du auf Speichern. Jetzt ist dein Gewinnspiel fertig und wir können es uns in der App anschauen. Öffne dazu My Favorito und gehe zu deiner Community. Danach scrollst du nach unten und findest dein Gewinnspiel. Die Fans klicken nur den Button Gewinnspiel und können am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn deine Fans gewinnen, erhalten sie eine Anweisung, um ihren Preis einzulösen.